die hier, bitte. Moonraker. Von mir aus. Er war ein unerfahrener Kapitän, aber das ist mir relativ gleich. Eins Navigator, eins Händler und eins Edelmann, immerhin. Dann werden für den jetzt auch mal eine Route planen. Und zwar Venedig, bitte, mit Athen. Das ist die Route, die du fahren sollst. Und was soll der handeln? Städte bearbeiten. Manuell, bitte. Genau. Und zwar in Venedig sollst du bitte... da war's doch. Vom Kontor einladen. ...100... Früchte. Und dann... ...50 Öle. Bis zu... Und Maximum Salz. So, er hat nämlich 200 Ladekapazität. Und in Venedig habe ich kein Lager. Also, kaufe ich in Venedig Wein? Nein, mache ich nicht. Ich erkaufe Getreide, genau. Das war es auch schon an Kaufen. Jetzt verkaufen. Hier Früchte, Öle und Salz. Und in Venedig verkaufen Wein und Getreide. So, und jetzt muss ich warten, bis ich dort meine jeweiligen Werte habe. Werke habe. Und zwar sind die hier alle zu teuer. Das weiß ich selbst. Also muss ich erstmal wieder selber handeln und mehr Geld verdienen. Venedig hat Probleme. Venedig hat Probleme. Eine Seuche. Das ist natürlich nicht toll. Aber kann ich, glaube ich, erstmal nichts gegen tun. Weil ich bin sowieso pleite. Aber egal. So. Jetzt muss ich mit meinem winzigen Budget, was ich aktuell nur habe... hier probieren, ein bisschen Gewinn wieder reinzuholen. Weil irgendwie mache ich gerade Verluste und das ist nicht Sinn der Sache. Aber ich weiß nicht warum. Ich muss mir gleich mal gucken, ob meine Handelsroute noch funktioniert. Weil das ist so ein... sowas, da gibt es immer Optimierungsbedarf. Hier bei diesen Handelsrouten. Das mache ich jetzt auch mal. Handelsroute. Nee, die macht 601 Gewinn, mittlerer Gewinn pro Tag. In der letzten Fahrt 3000 Gewinn. Also hat er nur 42 tägliche Kosten. Das ist voll in Ordnung. Und Fahrergut, genau, den wollte ich ausgewählt haben. Jetzt kann ich vorspulen. Und das hier verkaufen. Handel. Also ich hab... Was habe ich denn gemacht? Ich habe... 8. Ich habe ernsthaft 8. Ich bin schon ein Spezialist, echt. Mit so wenig Gütern fahren, das lohnt sich doch gar nicht. Meine Güte. Venedig hat Probleme. Schon wieder. Arbeiter fehlen und freies Schiff. Natürlich nicht toll. Meine Familie benötigt euren Beistand. Okay. Nein, wollen wir nicht. Oder wobei, eigentlich doch. Und zwar nehme ich dazu mein Schiff, was ich hier irgendwo noch haben sollte, und fahre damit nach Neapel und handel parallel hier unten mit Farragut
Ja, jetzt muss ich aufpassen, weil ich mich nicht verzettle, während ich hier parallel handle. Das ist sowas, wo man schnell durcheinander kommt. Ich zumindestens. Es lohnt sich alles nicht so. Na, ich sehe es ja da oben. Ist allerdings gleich da. Irgendwie habe ich das Gefühl, funktioniert es aktuell noch nicht so, dass ich so das große Geld mache. Ah, das kommt bestimmt noch. Gleich bin ich in Neapel. Jetzt bin ich in Neapel. Dazu würde ich gerne den Konvoi hier auswählen. Genau, Moonraker. Und im Rathaus. Nein. Und wie nehme ich Leute auf? Vielleicht hier ausrüsten. Nee. Nee, ich werde es ja sehen. Habe ich jetzt nicht genug genuesische Städte abgeklappert? Oder sind die gar nicht da? So irgendwo davor. Glaub den Hafenmeistern kein Wort. Ich kenne die Wahrheit. Nee. Nee, 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 nee. Ich fahre einfach es mal. Es gibt Nachricht aus Venedig. Die genuesischen Städte ab. Und guck mal. Aber irgendwie scheint hier nichts los zu sein. Nehmen wir einfach mal ein paar Arbeiter mit. Also Arbeitskräfte. Okay, ich muss tatsächlich so viele Matrosen. Das kann ja witzig werden. Bis 6. Februar, 8. Januar ist aktuell. Ich muss zweimal fahren, das ist blöd. Aber das schaffe ich jetzt. So, und in der Zeit, während der da wieder hochfährt, kann ich hier unten mit Fahrergut wieder handeln. Und zwar Öle. Früchte. Muss ich hier erstmal wieder ordentlich aus dem Minus erarbeiten. Verdammt, kann ich aber nicht, weil ich... Ich bin pleite. Supi. Muss ich irgendwo meinen Wein loswerden, um wieder an Geld zu kommen. Wie sieht es denn mit meinen Konvois und Handelsrouten aus? Der macht auch nur noch kaum Gewinn. Warum? Kann ich Kapitän skillen? Was lohnt sich denn bei einem Händler noch? Ja. Warum nicht? So, hier, der hier. Würde ich ja gerne auswählen. Es ist ein Feuer in der Stadt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ausrüsten. So, und zwar lade ich jetzt hier Güter ein, die ich mit in die genuesischen Städte nehme, um sie dort zu verkaufen. Und zwar nach Neapel.
Warte mal, muss ich die auf einmal einsammeln? Wäre ein bisschen ungünstig. Erstmal muss ich mich selbst wieder geschäftsfähig machen. Weil ich soeben geschafft habe. Nein, ich wollte hier bleiben. Und zwar ausrüsten bitte. 14 weitere. Na, ich probiere es einfach mal. Kann ja nicht schaden. Ausrüsten. Dann kann ich hier noch mit meinen restlichen Früchten handeln. So. Kann ich noch mal Arbeitskräfte holen. Was praktisch ist, in der Zwischenzeit verdiene ich auch noch durch meine Handelsroute hoffentlich ein bisschen Geld. Und die deckt zwar nicht 100%ig, würde ich sagen, meine Ausgaben. Nee, tut sie nicht. Aber zumindest zum Teil. Also mal jetzt keine Riesenverluste zumindestens. Und ja, eigentlich muss ich vermutlich ganz schön oft fahren, weil ich habe jetzt vielleicht 40 vorher reingebracht gehabt. Und ja, habe jetzt aber auch noch, ich kann jetzt höchstens 100 mitnehmen und das ist das Blöde. Und ich habe erst 79 und ich habe noch eine Stadt. Handel, ausrüsten, rein mit euch Kollegen, die haben genug davon, kaufe ich hier mal ein bisschen davon, ja, jetzt muss ich erstmal mein Schiff voll kriegen, weil es hier sonst nämlich nichts wird. Okay, jetzt ist mein Schiff voll, jetzt auf nach Venedig. In der Zwischenzeit kann ich hier mit dem Kollegen hier weitermachen. Mit meinem Standardhandel, mit dem ich einfach nur Geld verdienen will. Der allerdings, glaube ich, nicht ganz so effektiv ist wie der, wenn man eigene Waren einfach nur verkauft. Und ich habe mich schon wieder verschuldet. Warum mache ich das eigentlich dauernd? Bringt mir doch selbst nichts. Ich achte, glaube ich, einfach nur zu wenig drauf. Und genauso, dass ich zu faul bin, um hochzufahren und stattdessen hier unten die Früchte selbst kaufe, obwohl ich oben ein volles Lager damit habe. Naja. Ich müsste eigentlich mal ganz viele Schiffe in Auftrag geben, die einfach nur dafür zuständig sind, meine Früchte in alle Welt zu transportieren. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. So, jetzt ist mein Schiff hier oben angekommen. Jetzt kann ich hier wieder genuesische Arbeitskräfte ausladen. Und dann handle ich hier nochmal mit meinem Kontor. Lade nochmal schön viele Früchte drauf. Und weiter geht's. Wieder nach Neapel. War schon 2. Februar. Nee, das schaffe ich nicht mehr. Ja. Dumm gelaufen. Mein Schiff war zu klein. Naja, egal. Was wollte ich machen? Genau, ich muss irgendwie hier in meinen Aufträgen weiterkommen. Und ich könnte auch mal probieren, wieder aufzusteigen. Dazu müsste ich allerdings einiges mehr erreichen. Als das, was ich bisher an Gewinn mache. Nämlich praktisch gar nichts.
Ja, so wenig mache ich dann auch wieder nicht, aber ich mache kaum Gewinn, sag ich's mal so. Mit dem Schiff fahre ich gleich wieder runter. Und ich muss jetzt erstmal, genau, ich spanne jetzt meine 12.000 zusammen. Ignoriere jetzt mal den Auftrag da oben. Und probiere jetzt meine 12.000 zusammen zu sparen, die ich brauche, um mein Kontor zu kaufen. Ja, das ist mir jetzt egal. Das kann ich alles verkaufen. Solange ich 100 dafür kriege, kann mir das gleich sein. In Athen gebe ich jetzt mal mein Kontor in Auftrag, wenn ich da bin. Und wenn ich dann überhaupt noch genug Geld habe. Naja.